Ihr könnt auch einfach im Stream gucken. Also nicht im Stream, sondern im Auspack-Video vom Dennis. Weil da hat er das ja, glaube ich, gezeigt. Das wäre, glaube ich, das Einfachste. Ja, ist okay, ist okay. Ah, ist okay. Das nenne ich Glück. Nee, das ist doch kein Glück gewesen. Okay. Pivo. Das wollte ich nämlich auch trinken. Es gibt in, ich weiß nicht, ob das ein National... Also, es wird da... Es ist so eine Delikatesse, kann man das auch nie nennen. Das wird da halt gerne getrunken. Irgendwie so Bier mit Sirup oder sowas. Ich hatte nämlich letztens... von Puls, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist irgendwas aus Bayern auf jeden Fall. Puls gibt es halt auch auf YouTube, die machen auch Schaffst das nie und sowas. Und da war die Ari, die Ariane Alter, war da in Krakau und da hat die auch dieses Pivo mit Sirup getrunken. Würde mich auch mal interessieren. Und dann hat die auch noch so ein komisches Baguette gegessen. Das sah so lecker aus, ne? Das will ich auch essen. Also wir müssen unbedingt mal nach Krakau. Da haben die in Krakau auch ziemlich cool so Street Art und so. Also ich würde auf jeden Fall meine Knipse mitnehmen. ja. Da war die, glaube ich, für 100 Euro 3 Tage in Polen oder so. Ich glaube, das ist sogar machbar. Also da dann direkt hinzuspringen. Schmeckt eher mehr nach Erdbeer als nach Bier. Wo mir gerade Erdbeerbier einfällt. Bei Werner gab es auch irgendwas mit Erdbeerjoghurt und Zuckerei. Kann man das wirklich trinken? Gibt's das? Gibt's Leute, die sowas trinken? Wie wird Zuckerei gemacht? Wie schmeckt das? Und was ist mit dem Erdbeerjoghurt? Der wurde auch irgendwie ins Glas gehauen. 2-mal Bier mit Erdbeerjoghurt, genau. Also der hat ihn ins Glas gemacht. Oder war das einfach, war das eigentlich gedacht, dass sie den so nebenher haben? Ich glaube, die haben sich noch beschwert, warum das im Glas drin ist oder so. Oder wollten die den gemischt haben? Ich weiß es nicht. Was ist hier los? Warum funktionieren die Steine nicht? Wir haben ja auch in Duisburg so eine Bierbude, nennt die sich. Die verkaufen so Craft-Bier. Da wollte ich auch mal wissen, ob die was in der Richtung wie Porter haben. Habe ich mich aber noch nicht getraut nachzufragen. Die sind ja irgendwie so komisch. Ich habe da schon mal für meinen Papa was geholt. Zum Geburtstag. Habe ich dem so ein Sixpack Craft-Bier gekauft. Wie oft bin ich jetzt hier schon runtergefallen?
Wahrscheinlich 12 Mal. Genau. Und die machen da auch so Verkostungen. Aber ich habe halt so überhaupt keine Ahnung von Bier. Und ich weiß auch nicht, was diese ganzen komischen Abkürzungen IPA und was weiß ich. Keine Ahnung, was das ist. Oder irgendein Ale. Und dann sind da bestimmt, das ist bestimmt nicht nur die Verkostung für mich alleine, sondern sind auch noch irgendwelche anderen komischen Leute dabei, die dann so sagen, oh, das ist aber sehr holzig im Abgang. Oder irgendwie sowas. Und ich denke mir so, ja, schmeckt. Jedes Mal diese zweite Kackbratze da. So, jetzt sind wir auch mal bis hier hingekommen. Hauptsache knallt, genau. Aber wir waren ja auch schon mal hier, genau. Wir waren ja einmal kurz vorm Ende, da konnte man das Ende sogar schon sehen. Ich bin 100 Pro, gibt es nur... Der blaue Saphir. Aber ich will erstmal durchkommen. Yes! Nicht nochmal. Wunderbar. Frag mich nicht, warum holzig ist mir gerade. Ich war bei Wein. Denk mal, Bier? Kann man das auch in Holzfässern? Gibt es das aus Holzfässern? Bier? Ich kenne das nur aus so Edelstahldingern. Ich hab keine Ahnung davon. Hauptsache, es schmeckt und. Knallen muss das auch nicht unbedingt, aber Hauptsache, es schmeckt. Da gilt das Gleiche. Also egal. Man kann auch in Holz oder was. Das wäre schön, wenn man hier die Abkürzung nehmen könnte, ne? Oh Gott. Eieiei. Sogar Whiskybier, das in Whiskyfässern gelagert wurde. Das ist bestimmt, dass die Whiskyfässer vorher schon benutzt wurden und dann das Bier halt so das Aroma von dem Whisky dann bekommt, weil der Whisky da schon drin rumgegammelt ist. Oh. Oh. Nee, der soll auch knallen. Ja, ich trinke nicht gerne Wein. Das. Obwohl, mein Vater, an Weihnachten war ich ja zu Hause. Da hat mein Vater irgendeinen Weißwein ausgepackt von 1996, glaube ich. Der war fein. Der war, da hätte ich echt ein paar Flaschen von wegknallen können, so. Also, der war schön. War schön süß. Eiswein ist natürlich bester, kostet aber auch Milliarden. Also viel zu teuer für das, was... Weil du da eine Menge kriegst. Ah, was ist das hier mit den scheiß Kisten? Ui. Was ist das mit den Kisten, ne? Nein! Ich hab's schon kommen sehen, ey. Und die zweite Maske weg. Oh, gut, dass da die Kiste im Weg war.
Hier runter? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ja, Kisten. Kisten-Action! Juhu! Das ging doch. Oh, da bin ich fast runtergefallen. Jetzt geht mir aber ein bisschen die Pumpe gerade. Oh nein, nicht sowas. Ja! Yes! Ich verpasse echt diesen Stream. Seit 1 Stunde 56 Minuten, ich habe The High Road, Slippery Climb, Fumbling in the Dark, Lights Out, das komische Tempel-Level hier und jetzt Castle Machinery geschafft. Das heißt, wir haben nur noch The Lab. Eigentlich wollte ich ja... ich dachte, da wäre noch ein bisschen was mehr. Aber ich glaube, wir versuchen uns jetzt einfach mal an The Lab. Und, Stormy essen würde ich erstmal dann noch ein bisschen... wegschieben. Wir machen erstmal gucken. Erstmal ganz gediegen an die Sache rangehen, wie jedes Mal. Erstmal. Da kann man durchlaufen. Ja, was heißt vorbei? Also im nächsten Stream ist dann halt der zweite Teil dran, ne? Weg. Ja, ich weiß. Ich habe da damals auch ein bisschen dran gehangen. Aber so ein bisschen was kenne ich ja. Aber heute, weiß ich nicht. Kommt auch an, wie schnell wir bei Stormy Essen durchkommen. Und bei Tony Hawk und The Room. Wenn es dann noch keine Neune sind. Dann machen wir nochmal mit Crash weiter. Weg, du Pisser. Ich hasse dich. Hurensohn. Nee, das ist ein Schmeißer. Mal gemacht. Zerum. Ja, ja. Wer kennt es nicht? Das weiß ich nicht. Vielleicht wird es ja für Strike.
hätte ich, glaube ich, durchlaufen können. Weg. Die sind, glaube ich, sehr, sehr nervig hier in dem Spiel. Hier gibt es doch bestimmt auch noch eine andere Möglichkeit irgendwie. Ach, schon, ich hab den vergessen. Verdammte Scheiße.